Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Sakko. Sakko und Männer und Sitzen. Nun, ganz einfach, wenn wir Männer sitzen und einen Sakko anhaben, sehe ich es immer noch sehr oft, dass die Männer das Sakko zumachen. Natürlich könnte es besser aussehen, wenn man sitzt und hier ist alles zu, aber das Sakko bei den Männern bleibt beim Sitzen immer auf. Die Schwierigkeit allerdings ist, wenn wir aufstehen, muss während der Aufstehbewegung das Sakko geschlossen werden. Bei manchen würde das dann, wenn es zu schnell ausgeht, so aussehen, dass die Krawatte draußen ist und das Sakko ist zu. Von daher mein Tipp, wenn wir aufstehen, das Sakko schließen, natürlich so, dass die Krawatte in dem Sakko ist und dann stehen wir auf. Und wenn wir uns hinsetzen, machen wir das Sakko natürlich auf. Grundsätzlich werde ich immer gefragt, welcher Knopf wird denn zugemacht? Ganz einfach. Wenn man ein Sakko mit zwei Knöpfen hat, dann wird der obere Knopf zugemacht, natürlich nur beim Stehen, und der untere Knopf bleibt offen. Bedeutet also, wenn wir stehen, ist das Sakko immer zu und wenn wir sitzen, ist es immer auf. So viel zum Thema Sakko.